Und jetzt komme ich zu den Preisen. Wie versprochen, nicht von draußen, sondern ein Video von drinnen. Also, gibt hier einmal mein Udo Poco Damast Edition. Mit, wenn ihr wollt, auch PET-Boxen und ein Pappelholzbrett, was sehr gut geeignet ist für den Baudrill zum Üben. Dann habe ich hier eine US-Kantinen-Set. Das lässt sich auch gut so zusammensetzen. So, verschließen. Dazu von mir ein Weidenholzbrett. Da habe ich einmal schon komplett durchgebohrt und einmal misslückt. Hier ist es noch Potenzial und die Löcher sind angebohrt und die sind noch frei. Da kann man also auch ganz gut üben und ohne große Übung schon Erfolge erzielen. Weide und Pappe sind gut. Dazu auch ein bisschen Kienspan, wenn man möchte. Und PET-Container. Noch ein Preis ist dieses Lansky World Legal Knife. Ebenfalls mit einem Pappelbrett. Zwei PET-Containern, wenn man möchte. Und ein Stück selbstgefundenem Kienspan. Wer möchte, kann sich auch noch einen dieser selbstgemachten Schnellentrippelarmbänder aussuchen. Sagt mir einfach den Handgelenkumfang und die Farbe, falls ich es verfügbar habe. Zum Beispiel von dem Grünen habe ich noch genug Paracord, von dem Roten habe ich noch. Schwarz habe ich, weiß ich nicht mehr, ob ich da noch was habe. Und vielleicht reicht es noch. Da sind immer so etwas mehr als 2 Meter drauf auf jedem, 1,80 Meter so. Ja, das soll es zu den Preisen gewesen sein. Ich hoffe, da ist was für euch dabei. Sollte jemand noch nicht 18 sein, dann gewinnt er ein Nicht-Messer-Set. Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Sollten mehrere sein, die unter 18 Jahren alt sind, dann würde ich mir was überlegen. Dann gibt es vielleicht was anderes als ein Messer im Austausch. Ja, also, ich freue mich auf eure Kanaltrailer, die ihr machen werdet. Und es kann ja auch recht einfach gehalten sein mit Diashows aus Screenshots. Also ich denke mal, da können wir was machen und ich freue mich einfach, wie ihr mich seht, quasi von außen. Ich wünsche euch alles Gute und rutscht gut ins neue Jahr, ohne auf der Straße zu rutschen. Und tschüss, Leute.